Ja, hallo. Ich möchte an dieser Stelle die Prolog-Serie weiterführen, und zwar mit dem XPCE. Zunächst einmal, was ist dieses XPCE? Und zwar, das ist eine objektorientierte Erweiterung. XPCE zurzeit hauptsächlich für Prolog entwickelt und ist hier auch in diesem SVI-Prolog-Paket enthalten. Das XPCE dient unter anderem zur Programmierung von Benutzeroberflächen. Außerdem kann man damit Objekte erstellen. Objekte sind dann wiederum Klassen zugeordnet, haben Zustände und Prozeduren, also Methoden, und können alles Mögliche sein, zum Beispiel ein konkreter Professor, ein Punkt im zweidimensionalen Raum oder auch ein Fenster auf dem Bildschirm. Außerdem ist XPCE objektorientiert, das heißt, es ist nur Einfachvererbung möglich, keine Templates und keine Interfaces. Auch ist kein Überladen von Operatoren möglich. Des Weiteren gibt es keinen Zugriffsschutz wie Public, Protected, Private und so weiter, na, bekannt aus C++ und Java. Und es findet eine strenge Unterscheidung zwischen Ein- und Ausgabemethoden, also Send und Get statt. Ja, diese Objektorientierungsumgebung ist Grundlage für das GUI-System. Also wenn Sie grafisch hier etwas definieren möchten, dann müssen Sie dieses XPCE nutzen. Und es gibt viele vordefinierte Klassen für Oberflächenelemente, zum Beispiel Fenster, Dialoge, Knöpfe, Textfelder, Schieberegler, was Sie halt so aus der GUI-Programmierung schon so kennen. Ich möchte Ihnen jetzt hier zeigen, wie Sie dieses XPCE dann hier nutzen können. Zunächst aber einmal hier das Manual aufrufen. Dann bekommen wir solch ein Fenster hier. Jetzt, um Ihnen das zu demonstrieren, einmal auf File, und Sie können das hier leider irgendwie nicht sehen, auf Demo Programms. Gut, und dann finden wir hier diverse Beispielprogramme. Ich möchte jetzt nur den Rubik's Cube hier zeigen, also diesen Zauberwürfel, und klicke einmal auf Open. Jetzt kriegen wir ein solches Fenster hier. Ja, jetzt können wir ganz einfach hier diesen Würfel verschieben und ja, dementsprechend anpassen und ihn dann hier lösen. Na, was hat das jetzt hier mit Prolog zu tun? Natürlich ist das hier alles in Prolog geschrieben und alle Regeln mit Prolog definiert. Ja, ich mache hier mal ein kleines Disorder, damit der hier etwas gemischt wird. Und ja, jetzt können Sie ihn hier selber lösen. Oder aber wir klicken hier auf Adjust. Dann löst der Würfel sich von alleine. Dauert eine kleine Zeit. Aber nach dieser Zeit ist der Würfel dann hier wieder in den Ausgangszustand, hoffentlich wieder versetzt. Na, schauen wir mal, es wird doch immer besser, und gleich müsste er es auch haben. Und zwar dauert das doch wohl ein bisschen länger. Und ja, gleich hat das, und ja, wunderbar. Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Ja, die schnellsten unter Ihnen sind da bestimmt etwas besser. Klicken wir einmal hier auf Quit und schauen uns den Source Code hier an. Das ist natürlich ein bisschen interessanter hier. Und Sie sehen hier, wie wenig Code hier überhaupt ausreicht, um solch einen Würfel hier anzulegen. Also gar nicht mal so aufwendig, auch wenn hier Code natürlich nichts für Anfänger ist. Also wenn Sie hier Interesse haben, können Sie hier gerne mal reinschauen und hier vielleicht noch ein wenig lernen. Na, es gibt hier noch diverse andere. Nehmen wir mal zum Beispiel den Kangaroo hier. Ja gut, haben wir einen Kangaroo, das hier hoch und runter springt. Können wir hier den Speed noch einschalten? Ja, wunderbar, hüpf, hüpf, hüpf. Gut, dann war das hier erstmal die kleine Einführung in XPCE. Hier haben Sie noch diverse andere Module, so wie Sie das aus objektorientierten Programmiersprachen kennen. Ja, und dann in den folgenden Beispielen schauen wir uns mal ein paar Elemente hier an. Also so viel zur XPCE-Einführung. Okay.